Ich fühle mich bei dem wie Familie. Also das ist Community, gefällt mir sehr, sehr toll. Also das ist richtig. Also das merkst du, das ganz andere Atmosphäre, ganz andere Gefühl. Es ist, kann man das nicht beschreiben, kann man auch nicht erklären. Das muss man einfach erleben. Da muss man einfach tief reingehen. Da sieht man sofort ganz andere Konzept. Und das gefällt mir so mega, muss ich sagen. Es ist wirklich cool und die Energiebombe. Also man hört wie die Leute ist 180. Es ist wirklich toll, richtig toll. So, ihr Lieben, was geht ab? Ich bin's wieder, Peter, heute hier mit Ilhan am Start. Willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht über Hit the Beat hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin gespannt, was das für ein Interview wird mit Ilhan, der Energiebombe hier. Bevor wir anfangen, Ilhan, stell dich einfach kurz vor. Hallo, ich bin Ilhan, ich bin der HTB-Trainer hier und ich bin normalerweise Tanzlehrer und jetzt bin ich beim HTB-Familie. Also, hallo alles zusammen. Geil, Ilhan. Schön, dich hier bei mir zu haben. Was mich natürlich direkt zu Beginn immer interessiert, was hat dich überzeugt, Trainer zu werden von Hit the Beat? Okay. Also, ich muss das Anfang an erzählen. Das war für mich mega. Ich habe einfach von Instagram gesehen, dieses die geiles Videos und habe ich gesagt, was ist das denn? Ich bin ja auch diese Sportbranche und so. Ich schaue das überall und sage ich das, ach, das ist nicht für mich, ach, das ist nicht für mich. Ist ohne Spaß. Ich habe einmal gesehen, habe ich gesagt, boah, das ist coole Musik, coole Bewegung, coole Sachen dabei. Ich habe gleich geschrieben. Ich habe noch nicht Gedanken gemacht, gleich geschrieben. Ich habe das sofort auch gleich Anbot bekommen, gleich Termin bekommen. Das war so zack, zack. Ich habe gesagt, boah, das ging hier aber schnell. Ne? Habe ich gesagt, das war mega. Dann habe ich gleich Termin bekommen. Die haben erklärt, erzählt. Das war richtig toll. Also die haben sofort mir gesagt, das kannst du, das kannst du, das kannst du. Ich habe gesagt, sofort habe ich Online-Ausbildung erstmal angefangen. Und das war auch richtig mega. Geil, freut mich. Was gefällt dir denn? Du bist ja schon Trainer, wir sprechen gleich über die Ausbildung. Was gefällt dir daran so sehr? Also beim Hit the Beat, erstes Mal ist es, ich fühle mich bei dem wie Familie. Also das ist Community, gefällt mir sehr, sehr toll. Also das ist richtig. Also das merkst du, das ganz andere Atmosphäre, ganz andere Gefühl. Es ist, kann man das nicht beschreiben, kann man auch nicht erklären. Das muss man einfach erleben. Da muss man einfach tief reingehen, da sieht man sofort ganz andere Konzept. Und das gefällt mir so mega, muss ich sagen. Es ist wirklich cool und die Energiebombe. Also beim Hit-Tweet, die Leute ist 180. Es ist wirklich toll, richtig toll. Geil, und du bist ja auch jemand, du hast ja sogar Kurse gegeben, Inklusion, also auch mit Kindern, die jetzt gar nicht körperlich so in der Lage wären, einen hundertprozentigen Hit-the-Beat-Kurs zu machen. Erzähl mir, wie kamst du dazu? Hatten die Leute Spaß? Wie ist da die Atmosphäre gewesen? Wie kamst du überhaupt auf die Idee, das mit denen zu machen? Also, ich habe ja auch, bin ich auch Hip-Hop-Tanzlehrer beim ATTV. Und da habe ich auch gedacht, warum nicht diese Konzept, das kann man auch jeder machen kann. Das war jetzt das Office-Thema. Das kann jeder leben. Es gibt für jeder was. Und habe ich auch gesagt, zum Beispiel beim Inklusion-Kinder, diesen Leute bei mir, habe gesagt, komm Leute, wir versuchen das auch mit dem HTW zusammen und zum Beispiel. Dann können wir auch beweisen, das kann jeder machen kann. Das ist wirklich, und wir haben daran so Spaß gemacht. Und die sagen zu mir immer noch, wann können wir nochmal, wann können wir wieder starten? Und habe ich gesagt, bald, weil das kommen auch bald HTW-Kids bei uns. Das freue mich auch voll. Ja, geil. Genau, du hast jetzt auch sogar bei der HitTheBeat Kids Ausbildung mitgemacht. Aber lass uns noch mal zu den Erwachsenen gehen. Was sagen denn deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Wie war es für dich, den ersten Kurs anzufangen, den zweiten? Gib mir doch mal Feedback. Okay, ich habe das natürlich erstmal angefangen. Das war erstmal, das ist eine kleine Gruppe. Ich glaube, 6, 7 Leute bei mir angemeldet. Und natürlich, ich habe das gesagt, okay, schau mir, was wird. Die Leute hat auch natürlich erstmal Angst gehabt, oh, mit dem erstmal wieder runterzugehen, hochzugehen. Ah, Intensivtraining, was machen wir? Ich habe gesagt, Leute, es gibt genug Level. Und dann seht ihr auch, wir fangen mit dem Level 1 und dann geht das immer vorne. Und dann jeder kann das, jeder machen, welche Level das wird. Und natürlich hat das sehr gut geklappt und die waren so begeistert, also richtig. Und wie gesagt, bei mir, die ganzen Kurse sind jetzt voll, die Leute überglücklich. Wir versuchen jetzt zweite Stunde aufbauen bei uns, weil es gibt keinen Platz bei mir mehr. Also es ist, nächste, glaube ich, kommt Samstag bei uns. So sieht dann aus. Also Geil. mega.
Geil, und du bist ja der Erste, also einer der Ersten, der auch Hit the Beat Kids hier in Berlin mitgemacht hat bei mir. Was Genau. möchtest du jetzt damit machen? Also da gibt es so viele verschiedene Ideen. Es gibt mega Ideen. Also muss ich sagen, jetzt persönlich hat mir mega Spaß gemacht mit den Hit the Beat Kids. Das war richtig cool. Sogar mit Kindern, was kann man alles machen kann? Also die Ideen, diese Konzepte, Pädagogik-Sachen und sowas. Also die Kinder mit dem Sport bringen kann. Spaß und Tanzen, alles ist dabei ist. Also richtig gut und das hat mir voll gut gefallen. Und ich habe schon mal auch mit den Kindern das gemacht und das sind ja auch gleich in Hand. Wann geht los? Ich sage, bald. Wann geht los? Bald. Haben da auch voll Spaß gehabt dabei. Also ich muss das auch sagen, das ist das coole Konzept auch. Das müssen die auch unbedingt probieren für die Kinder. Kinder sind unsere Zukunft und das müssen die richtig so fit sein und das machen die wirklich toll. Also gefällt mir voll. Geil, Ilhan, geile Energy. Vielleicht kannst du mir noch sagen, weil ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger. Ne? Du machst ja auch andere Tanzkurse, ne? Also Hit the Beat ist jetzt ein Workout, aber du gibst ja als Tanzlehrer andere Formate, andere Kurse und sehr erfolgreich. Also jeder Kurs bei dir ist voll. Wie machst du das? Wie hast du das geschafft? Du gehst in einen Raum, du gibst einen Kurs, egal ob es Training ist, Workout oder Tanz, alles voll. Wie machst du das? Also ich muss das bereits sagen, das muss von Herzen kommen erstmal. Also das muss man mögen. Also zum Beispiel, genau das war das Thema wieder, warum ich auf HitTV mitgemacht habe. Ich habe das gesehen, hat mir gefallen, ganz vorne in meinem Herzen. Habe ich gesagt, das ist das ein Konzept, das ist das für die Familie, das ist das für Sport und alles. Und das ist der erste Schritt für mich. Das musst du erst mal sagen, ja. Und das willst du haben. Und genau dem anderen Kurs bei mir auch. Ich mache das, was ich das gerne das mache. Und die Leute zu dieser Motivation zu beibringen und diesem Energie zu beibringen. Und das ist einfach tolle Sachen zu machen mit den Leuten. Und das ist das meine Feedback kann ich sagen. Erstmal, du musst sagen selber ja. Und das sagst du, dieses Konzept ist für mich. Und das sage ich nochmal, HitTV ist das richtige Konzept. Energie, Motivation, alles, was da drin ist. Also das ist mein Konzept. Und ich bin mit diesem Konzept reingegangen, habe ich geglaubt und das war kurz gleich vor. Und das habe ich doch richtige Entscheidung getroffen. Geil, weil das wollte ich dich jetzt auch fragen, noch ganz zum Schluss als letzte Frage, Ilhan. Warum sollten andere Menschen diese Ausbildung machen? Was würdest du denen sagen, wenn die so Interesse haben? Vielleicht haben die Angst, denken, das ist zu schwer, das schaffe ich nicht, können das die Teilnehmer? Was würdest du denen antworten? Auf jeden Fall, wir sollen keine Angst haben. Es ist so eine gute Community bei uns, also in beim HitTV. Also egal online oder im Ort, ist es gar kein Problem. Bei mir, wie gesagt, ich habe auch online gemacht, ich habe auch Ortausbildung gemacht, das weißt du ja auch. Und zum Beispiel beim Online, ich habe auch erstmal gedacht, boah, schaffe ich das mit online? Wie soll ich das erklären? Was heißt das genau? Es ist ganz neue Sachen für mich. Gar kein Problem. Also auch online. Ich habe ein Problem, rufe ich die Kollegen gleich ein, sofort kriege ich Antwort. Und dann, wenn die Zeit hast, sofort call und erklärt das live mir auch sogar. Sagt das zu mir, Ilhan, du musst das aufpassen. Ilhan, das ist das richtig. Diese Musik da und dies und das. Es ist gleich, kriegst du an, da braucht man gar keine Angst haben. Und da, online oder Ort, unsere Leute ist überall. Ich würde auch empfehlen, einfach einen Kurs gehen. Wir sind überall in Deutschland gerade. Also da einfach einen Kurs besuchen, selbst erleben, selbst sehen, wie Energie steckt, wie ist das alles. Und gleich auch mit dem Trainer. Wie war es mit dem Ausbildung oder wie hat gelaufen? Gleich fragen. Das besser kriegst du Antwort selber, weil das muss man auch erleben. Das ist eine, ich kann das nicht beschreiben, das ist ein richtig cooles Konzept, wirklich. Und da gibt es gar keine Geil. Schwierigkeiten. Geil, Ilhan. Danke dafür deine Worte. Auch richtig gute Tipps. Ne? Also ich finde das mega, weil ich sehe das genauso. Du musst etwas lieben, etwas muss dir gefallen, weil nur so kannst du das natürlich an die Leute da weitergeben. Ne? Und auch selber einfach in die Erfahrung gehen, die Kurse besuchen. An alle, die jetzt hier das Video schauen, unten ist auch die Workout Jam verlinkt. Da kann man Richtig. bei mir an einem Unterricht teilnehmen, ist kostenlos das Ganze, da gebe ich immer einen ganzen Kurs, danach das Q&A und dann könnt ihr selber am Körper spüren, macht mir das Spaß, kann ich das umsetzen, könnte das bei meinen Teilnehmern ankommen oder sogar die Teilnehmer mit einladen und einfach Genau. direkt mitmachen. Richtig. Genau denke ich auch wie du. Geil, Super. ja Ilhan, danke für deine Zeit, an alle, die auch Interesse haben, unten ist alles verlinkt, könnt ihr gerne mit mir sprechen, kurz sich kennenlernen, sich austauschen, ich gucke,
Passt das für dich? Schaffst du das? Alle Ängste nehmen und am Ende kann man gemeinsam eine Entscheidung treffen, ob man gemeinsam den Weg geht als Trainer oder nicht und Teilnehmer bleibt, wer weiß. Und unbedingt Ilhan hier, den verlinke ich auch unten drunter, den müsst ihr kennenlernen. Der nimmt alle Kurse auseinander. Geiler Typ, richtig Spaß und Fun. Du kannst vielleicht nochmal sagen, wo gibst du Kurse genau? Im Raum Augsburg, München, wo die Genau. Leute eben zu dir kommen können, wenn sie Bock haben, mal so einen Hit-the-Beat-Kurs zu machen. Also, wenn interessiert, könnt ihr gerne zu mir kommen und schnuppern beim Augsburg Tanzschüler Traut und Salmen. Auch sogar, wenn du interessiert in dem Ausbildung, kannst du auch zu mir kommen und kannst dir auch ganz viele Info geben dafür. Geil, denn der Ilhan wird auch die nächsten Ausbildungen machen in Augsburg für DTV. Sehr cooler, engagierter, humorvoller Trainer. Ilhan, danke dir für deine Zeit. Wir sehen Danke uns. dir. Hau rein. 6, 7, 8.